hallo zusammen. Hallo zusammen. Heute aus der Werkstatt vom Rennschaffhüter in Burgdorf. Es ist langsam wieder Servicezeit. Das Velo sollte aus dem Keller rauskommen. Schön gepflegt werden, dass nachher für den Frühling und für den Sommer parat ist zum Velofahren. Heute wollen wir euch in ein kleines Geheimnis einweihen hier beim Rennschaffhüter in Werkstatt. Wie, dass wir die dreckigen, verkarrensalbeten, verschmierten, grusigen mechanische Teile wieder sauber bringen im Nu. Dazu tun wir euch ein kleines Geheimnis einweihen und euch ein paar von unseren treuesten Mitarbeitern vorstellen. Du darfst mir vorstellen, Biozirkel. Hier unten wohnen ganz, ganz viele von unseren besten Mitarbeitern. Kleine Dreckfresser, Bakterien, kleine Tierchen im Prinzip, unser Haustier vom Rennschopf Wüthrich. Der Hans tut euch jetzt zeigen, wie dass die Tierchen uns helfen beim Arbeiten. Wir haben mal eine dreckige Kette, die noch gut ist, die man noch nicht auswechseln muss. Dann haben wir eine Kassette, die eigentlich auch noch brauchbar ist, aber einfach verdreckt. Und die tun wir jetzt erst einlegen. Das Material, die Flüssigkeit ist handwarm, wird immer aufgeheizt, dass die Tiere leben und arbeiten können. Und dann können wir das ganze Zeug mit dem Material sauber machen. So dass die Kette fast neu aussieht. Ebenfalls der Kranz, der wird sofort wieder verglänziger. Wenn er eingelegt ist, geht es nachher ringen und dann bringt man das ganze Zeug schnell wieder weg. Die Kutsche ist so, dass die sauber ist, wenn wir so die Kontrolle umziehen. Und Dani schaut uns gerne zu, dass wir da gut arbeiten und das Zeug wieder sauber machen. Und dann können wir es dann auch wieder montieren. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Übrigens, die Flüssigkeit macht auch den Hängen nichts. Und darum ist es angenehm, damit zu arbeiten. Das Ganze ist sehr ökologisch, weil es ist ein geschlossener Kreislauf. Das Material kommt gleich das Gleiche wieder und tut sich dann wieder regenerieren. Das wäre es einfach. Wir haben es vielmals fürs Zuschauen. Das Prinzip ist ganz einfach, gleich wie im Mensch auch. Teile ein bisschen wohlfühlen, zuerst ein Bad nehmen, dann schön warm duschen und dann geht es allen wieder gut. Also, bis zum nächsten Mal beim Rennschaft Wüthrich. Merci fürs Zuschauen, alle zusammen. Ciao zusammen.